So, erst nochmal vielen herzlichen Dank für eure ganzen Kommentare und Tipps auf mein Video Probleme mit dem Rauchgenerator in der Baureihe 18. Mit Hilfe eurer ganzen Kommentare und Tipps konnte ich hier wirklich meine Kontaktprobleme lösen. Ich habe mir zwischendurch auch nochmal den zweiten Rauchgenerator von Seute besorgt. Eingebaut ist bei mir der alte mit der grünlichen Isolierung am Unterteil, der von 16 bis 22 Volt wohl gedacht ist. Da hatte die mich darauf hingewiesen, dass der wahrscheinlich für digital gedacht ist und dass es eine andere Variante gibt für analog. Der hat dann unten eine rote Isolierung, ist gedacht für 10 bis 16 Volt. Den habe ich mir besorgt. Habe die Lokomotive hier auf dem Rollenprüfstand auch richtig unter Volldampf zum Laufen gebracht. Und warum das Ganze im Endeffekt nachher trotzdem nicht funktioniert, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Und hier könnt ihr sehen, dass auch dieser kleine Rauchgenerator richtig Dampf rausblasen kann, wenn alle Voraussetzungen perfekt gegeben sind. Das heißt, das Rauchöl in der richtigen Menge eingefüllt und der Rauchgenerator definitiv richtig mit Strom versorgt. Hab das allerdings nicht auf der Anlage oben gemacht, damit ich nicht ständig im Kreis rumfahren muss und mit der Kamera hinterher filmen muss, sondern bei der Anlage, die ich letztes Jahr gekauft habe, war ein Rollenprüfstand von der Firma Edi dabei, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Den habe ich dann mal aus der Packung geholt und habe die ganze Aktion sozusagen hier drauf stattfinden lassen, sodass ich das Ganze hier viel besser unter Kontrolle hatte. Dieser alte Rollenprüfstand stammt wohl aus 1985, ist geeignet fürs Dreileiter- bzw. Zweileiter-System. Das kann man hier an der Seite umschalten. Ist optisch so ein richtiges Retro-Teil. Es sind zwei original solche Laufkatzen hier dabei gewesen. Auf der linken Seite nochmal das mitgelieferte Original und rechts dann irgendwie zwei nachgebastelte. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, aber das Ganze erklärt sich dann aufgrund der Preisliste bzw. der Rechnung, die dabei lag. Und zwar hat dieser Rollenprüfstand nach dem Rechnungsendbetrag hier unten rechts in der Ecke 245 D-Mark und 80 Pfennige gekostet. Und hier habe ich die Preisliste im oberen Bereich. Der Rollenprüfstand Grundversion hat 220 Mark gekostet und das Ganze mit zwei sogenannten Radsatzlagern. Und die nächste Position unten drunter ist der gleiche Rollenprüfstand, gleiche Länge mit 300 mm. Dann vier Radsatzlager, also vier solche Laufkatzen drunter und dann hätte das ganze Teil 392 D-Mark und 90 Pfennige gekostet. Und da hat wahrscheinlich der damalige Käufer gesagt, das ist mir definitiv zu viel für zwei lächerliche Laufkatzen und ist deswegen wahrscheinlich dazu übergegangen, sie selber zu basteln. Ich bin im Vorfeld hingegangen und habe noch ein weiteres Kabel gezogen und zwar direkt hier vom Umschalter mit der Befestigungsschraube vom Umschalter befestigt. War die einfachste Variante, ohne hier groß löten zu müssen. Vorne eine Schlinge gelötet. Seht ihr hier auf der linken Seite und da wird dann ganz simpel und einfach der Rauchgenerator durchgesteckt. Das war die einfachste Variante, denn die ganze Feilerei im Schornstein vorne und so weiter hat bei mir leider überhaupt nichts gebracht. Deswegen bin ich zu dieser Lösung gekommen, habe auch andere Lösungen gesehen, wo dann das Kabel am Rauchgenerator festgelötet wurde. Aber bei mir hat das erstmal so völlig problemlos funktioniert. Die vordere Lasche, wo im Grunde genommen nachher der Rauchgenerator aufsitzt, die habe ich nochmal komplett verzinnt. Das war auch nochmal ein ganz guter Tipp von euch. Damit hatte ich das Gefühl, dass wir da auch ein bisschen besser Kontakt bekommen. Und wenn ich den Rauchgenerator eingeschoben habe, bin ich hingegangen, habe unten diesen kleinen Draht aufgebogen. Das war für mich gar nicht ersichtlich. Ich dachte, der wäre nämlich ganz flach dort sozusagen befestigt. Aber habt ihr mir gesagt, einfach ein bisschen aufbiegen, möglichst vorsichtig, damit er nicht abbricht. Und ich habe ihn dann in Richtung von dem Umschalter gedreht. Und damit waren meine Kontaktprobleme erstmal behoben. Dann bin ich hingegangen, habe den alten, ursprünglich eingebauten, grünlichen Rauchgenerator von Seute unten eingebaut gelassen, habe dann das SR24 als Rauchöl genommen, weil ich das sowieso hier im Hause habe und auf der linken Seite habe ich versucht, mal den Travo so ein bisschen mit einzublenden, damit ihr sehen könnt, ab welchen Geschwindigkeiten ungefähr das Ganze hier anfängt zu rauchen. Und nachdem die Lokomotive kurz warm gefahren ist, Travo hier auf 150, fängt die Lokomotive dann schön an zu rauchen. Man kann die Geschwindigkeit dann einen Tick zurücknehmen. Aber so 120, 130 muss der Travo stehen. Wenn man auf die 100 geht, geht der Rauchgenerator definitiv aus. Als nächstes bin ich dann hingegangen, weil bei dem neuen Rauchgenerator von Seute habe ich mir dann ein Original Seute Rauchöl mitbestellt und habe dann hier sozusagen das Rauchöl gewechselt. Das heißt, gleicher Generator, aber wir wechseln das Öl. Und hier ein weiterer Tipp von euch, gerade bei diesen dünnen bzw. diesem kleinen Durchmesser dieses Rauchgenerators, die Spritze wirklich bis unten hin setzen und dann erst die Flüssigkeit einfüllen, weil sonst behält dieser
Rauchgenerator wohl im unteren Teil die Luft drin. Oben hat man das Gefühl, die Flüssigkeit steht mit oben. Aber im Endeffekt raucht nichts, beziehungsweise es spritzt dann irgendwann einmal, wenn es unten warm wird und die Luft, die unten heiß wird, bläst das Rauchöl oben raus, aber es dampft nicht. Und auch mit dem Säure-Rauchöl ändert sich nichts. Man muss also hier mindestens auf die 120 gehen, damit der Rauchgenerator sozusagen eingeschaltet bleibt und nach oben abdampft. Drunter passiert nichts. Bei dem Säure-Dampföl war es jetzt zumindest am Anfang erstmal so, dass es im Verhältnis zu dem SR24 erstmal relativ unregelmäßig kam. Aber die Rauchfahne, hatte ich den Eindruck, ist ein bisschen stärker. Und am Trafo so ungefähr auf 130 eingestellt, kommt dann auch das Säure-Dampföl relativ gleichmäßig. Aber drunter funktioniert hier gar nichts. Der Nachteil ist natürlich bei 130 oder 150 auf dem Trafo ist die Lokomotive auf der Bahn natürlich schon wieder extrem schnell. Und das Ganze funktioniert hier auf dem Rollenprüfstand zwar schön, aber auf der Eisenbahn haben wir hier sozusagen schon wieder fast den ICE laufen. So, und hier habe ich dann den Rauchgeneratorwechsel gemacht auf der linken Seite. Ich habe sie von unten gefilmt, diese leicht grünliche Isolierung, die hier so ein bisschen weiß ist, aber es ist ein helles Grün. Und auf der rechten Seite der neuere, jetzt original, auch neu, auch kein gebrauchter. Und den habe ich jetzt als nächstes eingebaut, um einfach zu gucken, ob die Lokomotive damit einfach schon früher dampft oder ob das überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Und angefangen habe ich wieder mit dem SR24 und ihr seht hier links an dem Trafo auch, hier haben wir genau den gleichen Effekt. Den Trafo auf 100 eingestellt, passiert so gut wie gar nichts. 120, 130 fängt es an und damit das regelmäßig dampft, muss er eigentlich eher in Richtung von 150 gehen. Das Ganze ist natürlich jetzt noch ein bisschen abhängig, ob man zu viel oder zu wenig Dampföl reingefüllt hat. Das kann man von außen leider nicht kontrollieren. Hier ist wahrscheinlich der beste Weg, wenn man die Spritze vorher immer nur mit der Menge füllt, die man nachher auch eingibt. Dann kann man das so einigermaßen kontrollieren. Aber im Endeffekt ist es so, dass der rote Dampfgenerator, den ich mir jetzt extra neu gekauft habe, definitiv genau die gleiche Spannung braucht, um überhaupt zu dampfen. Und das hat hier keinerlei Einfluss, ob man den mit 16 bis 22 Volt oder den 10 bis 16 Volt einbaut. Die Lokomotive muss genauso viel Spannung haben, damit das Ding anfängt zu dampfen. Dann habe ich wieder gewechselt auf das Säure-Dampföl. Auch hier die Spritze wieder tief eingeführt, damit wir keine Luft da unten drin behalten. Und hier wieder der gleiche Effekt. Trafo auf 100 gedreht, es passiert eigentlich gar nichts. 120, 130 fängt es langsam an und bis es richtig dampft, dann eigentlich zwischen 130 und 150. Und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob wir dann das SR24 einfüllen, das Säure oder welcher Rauchgenerator eingebaut ist. Die Lokomotive braucht einfach richtig viel Spannung und fährt hohe Geschwindigkeit, bevor der Rauchgenerator hier anspringt. Zum Vergleich habe ich eine Baureihe 41 nochmal auf die Schiene gestellt, auch eine analoge Lokomotive. Diese Lokomotive hat dann allerdings nicht diesen verengten Schornstein oben, sondern wir haben hier den größeren Durchmesser vom Rauchgenerator, ist auch ein alter Säure eingebaut, habe die Lokomotive auch gebraucht, so gekauft. Das heißt, der Rauchgenerator ist wahrscheinlich auch 30 Jahre oder so alt. Aber auch hier seht ihr auf der linken Seite den Trafo auf 100 aufgedreht, und es fängt langsam an zu dampfen. Im Endeffekt muss er nachher ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen. Irgendwo liegen wir nachher um die 120, 130, bis das einigermaßen regelmäßig kommt. Aber dadurch, dass die Lokomotive insgesamt ein bisschen langsamer fährt von der Übersetzung, ist das hier nicht ganz so dramatisch. Aber Rangierfahrten mit Dampf sind hier definitiv nicht möglich. Auch das war jetzt erstmal das SR24. Dann habe ich gewechselt auf das Säure-Dampföl. Und auch hier hat man das Gefühl, dass von der Rauchentwicklung bei gleicher Geschwindigkeit dann irgendwie eine Nummer mehr kommt, auch wenn das zwischendurch immer mal wieder unterbricht. Dann wollte ich die Lokomotive natürlich nochmal auf meiner kleinen Bahn fahren lassen, um das da nochmal zu zeigen. Und meine kleine Baureihe 18 fing dann ein bisschen an zu quietschen, weil sie auf dem Rollenprüfstand wahrscheinlich dann schon ordentlich warm gefahren war. Also habe ich das Gehäuse wieder geöffnet und beim Neueinsetzen ist mir dann tatsächlich oben die Schlinge aufgegangen von meinem extra verlöteten Kabel, sodass ich das neu machen wollte. Das Ganze hat dann nicht funktioniert und hat nicht definitiv gehalten. Also bin ich hingegangen und habe dann auch mal versucht, an der Seite mein Massekabel sozusagen an den Rauchgenerator zu löten, was ihr hier sehen könnt. So, und bei meinen ersten Probefahrten hat sich leider die Lokomotive verabschiedet. Das heißt, ich habe jetzt einen wunderbar funktionierenden Rauchgenerator, aber eine Lokomotive, die nicht mehr fährt. Deswegen sind auch diese Bilder hier zustande gekommen, wo die Lokomotive sozusagen im Stand raucht. Weil die Lokomotive brummt aktuell nur noch. Ich habe dann schon geguckt, ob ich jetzt irgendwo da drin einen Kurzschluss habe. Ob das Kabel dran kommt, konnte ich von außen aber nicht feststellen. Da werde ich mich dann nochmal mit beschäftigen. Ich habe die Lokomotive dann nochmal genommen, bin runter nochmal auf den Rollenprüfstand gegangen
Aber hier ist derselbe Effekt. Rauchgenerator funktioniert jetzt wunderbar. Besser geht's eigentlich gar nicht. Aber die Lokomotive bewegt sich aktuell nicht mehr. Dann habe ich nochmal die Baureihe 41 auf die Schienen gesetzt. Diese fährt dann hier. Der Travo steht jetzt hier bei 120, 130. Aber dadurch, dass wir jetzt sozusagen den Fahrtwind haben, wir haben eine relativ geringe Rauchentwicklung hier während der Fahrt. Und der Fahrtwind tut sein Übriges, sodass man dieses dünne Rauchfähnchen hier im Grunde genommen eigentlich auf der Anlage im Betrieb nicht mehr wirklich zu sehen bekommt. Auf dem Rollenprüfstand sieht das wesentlich besser aus, aber Anlagenbetrieb und Rollenprüfstand sind hier leider zwei komplett unterschiedliche Dinge. Mein Fazit von dem Ganzen ist jetzt: Rauchgenerator auf dem Rollenprüfstand, wenn er funktioniert, richtig klasse, sieht richtig gut aus, auch für die Modellbahn H0. Im Endeffekt ist es so, dass vollkommen egal ist, welcher Rauchgenerator eingebaut ist, der von 10 bis 16 Volt oder der von 16 bis 22 Volt. Beide brauchen ungefähr die gleiche Spannung, um anfangen zu dampfen. Vom Rauchöl her würde ich sagen, das Säute ist von der Rauchentwicklung her ein bisschen besser. Vom Geruch her auch. Der eine oder andere hatte mir geschrieben, dass es eventuell auch gesundheitsschädlich sein könnte. Das kann ich jetzt nicht hier unbedingt nachvollziehen, aber gesundheitsfördernd ist es garantiert nicht. Ich habe jetzt hier insgesamt 5 oder 6 Stunden rumgebastelt und die Rauchgeneratoren getestet und ausprobiert und getauscht und gemacht und getan. Die Tatsache, dass meine Lokomotive jetzt im Endeffekt erstmal nicht mehr fährt, hält natürlich meine Freude hier in Grenzen. Da werde ich mich als nächstes drum kümmern. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen mit seinen Kontaktproblemen, hier auch weiterzukommen mit den Problemlösungen, die ich jetzt hier gefunden habe. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.